Hi, hier ist Florian Friedrich von Florians Bassunterricht und heute geht es ganz kurz um eine gute Fingerhaltung und den sogenannten Kontrabassfingersatz. In der Regel gilt eigentlich ein Finger pro Bund und so ungefähr ab dem fünften Bund ist das im Prinzip auch kein Problem. Nur in den ersten Lagen ist diese Regel schwierig auszuführen, weil die Abstände einfach zu groß sind, um entspannt zu spielen. Man muss seine Hand zu sehr strecken. Und daher verwendet man hier den sogenannten Kontrabass-Fingersatz. Das kommt, wie der Name schon sagt, vom Kontrabass-Spielen. Beim Kontrabass ist die Mensur, also sind die Abstände zwischen den Noten, größer als beim E-Bass. Und auch die Saitenlage ist meist im Verhältnis zum E-Bass viel höher, sodass man mehr Kraft braucht, um die Saiten runterzudrücken. Und darum hat man sich gedacht, dass man einfach die Finger dichter zusammenlässt und sozusagen mit drei Fingern spielt. Man spielt mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger und dem kleinen Finger. Und der Ringfinger unterstützt den kleinen Finger bei der Arbeit. So deckt man also drei Bünde ab und kann entspannt spielen. Und für den Fall, dass man mal etwas spielen muss, wo man vier oder mehr Bünde braucht, da spielt man einfach wieder mit vier Fingern. Und wie gesagt, so ab ungefähr dem fünften Bund ist das ja sowieso kein Problem. Der Daumen, der bleibt möglichst immer hinter dem Mittelfinger oder gegenüber vom Mittelfinger und in der Mitte des Basshalses, also nicht zu weit oben, nicht zu weit unten, sondern einfach in der Mitte am Basshals gegenüber vom Mittelfinger. Um deine Finger an die beiden Haltungen, also mit vier Fingern spielen und den Kontrabass-Fingersatz zu gewöhnen und auch deine Muskeln zu trainieren, gibt es echt total viele Übungen. Die werde ich natürlich in einem anderen Video noch näher erläutern. Um jetzt erstmal zu beginnen, spiel mal in einer oberen Lage, also sagen wir ab dem 10. Bund, die vier Töne, die unter deinen Fingern liegen. Alle Saiten einmal rauf und dann wieder runter. So können deine Finger die Bewegungsabläufe sehr gut lernen. Das wird dann mit der Zeit natürlich schneller. In der ersten Lage mit dem Kontrabass-Fingersatz genau das gleiche. Fang im ersten Bund an, also mit dem Zeigefinger auf dem ersten Bund und dann, pass auf, spielst du auch vier Noten, nämlich du fängst mit der Leerseite an. Und wieder runter. Jetzt ein bisschen zu variieren, kannst du natürlich nicht solche Übungen am Stück spielen, sondern auch in Teile aufteilen. Das heißt also, mach mal einfach Kombinationen von zum Beispiel nur Zeigefinger und Mittelfinger. Dass du nur mit den beiden über die Saiten läufst. Oder noch bessere Übungen natürlich, um sich daran zu gewöhnen, Mittelfinger und kleiner Finger, also beziehungsweise Ringfinger. Und hier weiter oben. Alle Kombinationen. Dann mal Zeigefinger und Ringfinger. Und Mittelfinger und kleiner Finger. Und so weiter. Probier es in verschiedenen Lagen, mit verschiedenen Kombinationen. Mach's einfach so wild, wie du nur willst. Wie gesagt, viel mehr Fingerübungen im nächsten Video bei Florians Bassunterricht. Bis dahin, viel Spaß.